Hi alle miteinander, hier ist mal wieder Leo Fair von Möbius Gaming. Es ist Monate, fast vielleicht sogar schon ein Jahr her, wo ich mal alleine ein LP von Smite aufgenommen habe. Dadurch ist das für mich natürlich gerade eine richtig interessante Situation mal wieder und ich habe auch mal wieder richtig Bock gehabt, einfach, um nochmal das Wort richtig zu verwenden. Hier schön mal wieder eine ordentliche Runde Smite zu zocken. Hier, Little Devil braucht gerade ein kleines Sekündchen länger. Ich habe aber trotzdem mit der Aufnahme schon mal angefangen, einfach um auch mal so ein freundliches kleines Intro vorwegzuschieben. I smell Ja, und wir sind Wuffy. Und Wuffy ist hier nämlich gerade fürs Tanken zuständig. fear. Hello, good luck. I thank you. Thank you. Ja, Wuffy ist hier nämlich gerade fürs Tanken zuständig. Denn wir haben keinen Tank. Die Gegner haben halt einen Tank. Die haben halt ihren Gep. Aber das kann uns relativ egal sein in der Hinsicht. Was haben wir denn hier? Hercules, Osiris. Hab da nicht noch ein paar Bruiser mehr? Wir gehen in der Tat richtig massiv tanky mit dem Hype auf Urchin am Anfang. Hier schön Meditation rein. Ordentlich Potions hinterher gießen und. Ja, ihr kennt das Spiel, falls ihr uns häufiger schon mal zugesehen habt, ne? Für alle, die es noch nicht kennen. Ich werde halt reinjumpen mit der 1, beten, dass deren Odin nicht so reaktionsschnell ist, um uns hier, um mich einzusperren. Das Ding, könnte halt echt passieren. Und dann pulle ich halt mit meiner Ult halt Leute raus. Das wird richtig, das wird, das, das, es wird, es wird mit, es wird ein bisschen mit unserer Koordination, mit unseren. Wie süß. Ja. Aber die wirken auch auf mich erstmal total cool. Also das wirkt alles total relaxed, ne? Ne, das wird. Also das wirkt erstmal sehr entspannt. Ich hoffe, dass es gut ist. Ist denn hier irgendjemand überhaupt aus dem Clan? Ja, ich bin aus dem Clan, ne? Beim Gegner haben wir auch einen, der aus dem Clan ist. Hat natürlich nichts zu bedeuten. Clan kann ganz toll sein, kann aber auch mal failen wie wir. Ne? Ja, wie gesagt, es wird so ein bisschen mit mir stehen und fallen hier. Was ich schade finde. Drei Boozer finde ich jetzt auch eine echte Ansage. Ihr denkt euch jetzt vielleicht so, ach was, drei Boozer, was soll's, ne? Das ist aber, ehrlich gesagt, das ist eine Ansage, weil die halt sehr viel absorben, ne? Also die können richtig was ab. Und dazu noch ein Tank. Der Damage, die zergen uns halt einfach über die Zeit weg. Wir haben halt natürlich den. Nehmen wir doch mal einen Bruder mit. Und da haben wir ihn, First Blood. Very well done indeed, sir. Wow. Nice job. Ich hätte es nicht gedacht, dass wir das so schnell schaffen, aber das war echt geil, oh. Cupid ist auch geistesgegenwärtig, Cupid ist fit, unsere Bastet nimmt die Situation wahr, springt sofort rein. Ich hatte Glück mit meinem Kill am Anfang. Wir haben einen sehr, sehr fitten Janus. Ist mir sowieso schon aufgefallen, dass das ein ganz hervorragender Charakter ist, wenn man den noch halbwegs kann, dann geht der richtig ab. Ich schreibe mal eben 30 rein. Und dann wissen Leute auch schon Bescheid. Tja, wir. Oh, da! Das! Ich muss mich wahrscheinlich ein bisschen zurückhalten jetzt. Bastet, komm raus! Das war unnötig. Das hätte so. Macht aber nichts. Ich könnte auch reingehen, wie ihr seht, ne? Wuff! Nice job. You rock. Du Stein. Out of mana. Nett, nicht schlecht. Sorry. Das war, ich hätte ihn fast gebodyblockt, aber der ist fit, der ist. Wow. Ja, ich benutze kurz mal Mana und halte mich ein bisschen zurück. Ja, in Assault ist Fenrir relativ mächtig, finde ich. Sorry. Wegen seiner Apportierfähigkeit. No problem. Ich halte ihn nicht für einen der mächtigsten Charaktere, aber ich halte ihn für ziemlich heftig.
also nach meinem Empfinden, ihr kennt ja mein Lied, ich finde Hercules hier ziemlich hardcore. Hercules. Ne, finest Roman. Watch your step. Hier, Tankiness. Das ist ein bisschen gefährlich, was er gerade macht. Schöner Versuch. Und ich habe auch schon 5 Stacks von meiner Height of Urchin. So geil. Das ist toll. Ich lasse mich gerne kurz haben. Ich bin immer in unser Tank. Oder zumindest das, was wir als Tank-Derivat haben. I'll attack. Completed. Wait. Okay. Was? Okay. Wow. Oh, da kann die Potion aber echt gegenhalten. QP, ich könnte ein paar Herzchen gebrauchen. Need healing. Thank you. Das ist mein QP. No problem. You rock. Wir machen gerade mehr Kills wie die, das verwundert mich, weil die halt ihre Bruiser haben und wir halten da doch richtig gut gegen. Ich freue mich darüber sehr. Ihr wisst, ich habe zwar diesen Elch-Fenrir, ne, aber ich finde ihn ja. Ich mag den auch gerne, den Elch-Fenrir, aber ehrlich gesagt halte ich. Ich halte den hier dennoch für ein bisschen stylischer. Thank you. Weil Elchfenrir ist es halt nicht Weihnachten. Ich meine, ich sitze hier gerade, draußen geht's auf die 400 Grad zu, ne? Ich habe hier einfach ein bisschen Keksteig gemacht und den habe ich großflächig bei mir im Badezimmer ausgelegt und der wird nachher durch sein. Dann gibt's hier schön Brownies. Das ist so falsch, aber okay, egal. Nee, auf jeden Fall, da komme ich halt gerade echt nicht drauf klar, jetzt hier mit Elchfenrir durch die Gegend zu Weihnachten. 10. Okay. Very well done indeed, sir. Na? Hey. I'll attack. Ja, da. Okay. An enemy has been slain. Ihr seht, man kann auch. Oh, das war ein Stein. Zum Glück bin ich so tanky. Yo, Cupidoopy. Huzzah! All attack! Ultimate is ready! Okay. Be careful. Na gut, das könnte auch unser Ende sein. Ach, Cupid ist doch nett. Wie kann man Cupid nicht mögen? Ihr seht, ich benutze halt nahezu nur meine Fähigkeiten und selten mal eine Basic, außer wenn ich. Wow, was denn? Boah, was denn? Oh, Dead AOE Damage. Dead AOE Damage. Thank you. Ja, QP, du kannst mir das noch hinten stehen, ich nicht. Wenn ich mir. Also, ich werde als nächstes übrigens auch in der Tat keine Cooldown Reduction kaufen, sondern Anti-Heal. Be careful! QP! Ja, klar, Bastet kann jumpen. Für die geht das noch so halbwegs. Ich kann nicht jumpen. Doch, ich kann. Okay! Kurz was trinken. Bei der Hitze ist das sehr wichtig. Lassen wir der Katze auch mal hier. Die sind so freundlich hier, die verzichten sogar auf den Heal, das weiß ich richtig doll zu schätzen. I'll attack. Autsch. Das war nicht ganz gut. Aber ich baue in der Tat Anti-Heal. Double kill. Denn ich halte das für meine Pflicht mit Pestilenz. Ich werde da vorne reingehen müssen. Das wird hier mein Ding sein. Das werde ich machen müssen. Cooldown Boots vielleicht. Oh, jetzt kriegen wir aber echt. Jetzt kriegen wir die Rechnung dafür. Für unsere kleine. Unseren kleinen Einstand hier. I've returned. Wait.
Ja, wir bewegen uns halt so schnell wie möglich vor. Group up. Hier, habt ihr was. Your middle tower is under attack. Thanks. You're welcome. Wir haben das hier echt überstanden. Unser Turm steht noch. Wir haben denen da drüben richtig was zugesetzt und unser Turm steht noch. Boss. Double kill. Sorry, du brauchst ein bisschen mehr, um mich auszuschalten. Sorry. Ich kann das ein bisschen aushalten. Wow. Ja, das ist Fenrir, Leute. Das ist Fenrir. Das ist Fenrir. Das geht richtig ab. Es bockt aber auch sehr, muss ich sagen. Also gerade die Apportierfunktion. Man kommt sich natürlich ein bisschen wie ein Supporter in dem Moment vor. Aber das finde ich auch nicht schlimm. Ne, das finde ich nicht schlimm. Ich finde es übrigens witzig, dass wir vorne wirklich jemanden haben, der gewordet hat. Ich weiß, dass es durchaus Leute gibt, die das so zelebrieren. Ja, aber dann weiß man zumindest auch, wann sie die Grenze überschreiten. Ne, hier. Enemies have returned. Ja. Ups. 30. So. Da kommt auch gerade Forcefully online. Ja, oh, da, ach, lassen wir der Katze mal. Ich bin in der Tat ziemlich tanky gerade. Wenn wir mal hingucken, sehen wir, dass ich hier die Tankleiste so gefüllt habe. Weil wir können uns natürlich auch... Unfortunate. Natürlich ist meine Priorität. Da ist die Katze noch rausgekommen, sehr schön. Und dann nehmen wir ihn doch mal mit. Ich überlebe, musste ich ganz kurz das hier benutzen. Aua, aua, aua. A bite of something. Okay. Thank you. Na, ob hier einer der Bruiser... Jetzt zeigt sich nämlich, dass die Bruiser haben. Das kommt so ganz langsam durch. Gegen Bruiser müssen wir uns halt richtig was einfallen lassen. Das kann man mal nicht so nebenbei irgendwie handhaben. Your middle tower is under attack. Na, dann haben sie noch den... Ja, aber Zeus, wir haben natürlich im Umkehrschluss dazu den Zeus. Sagte er und sah Zeus sterben. Wo ist ein Bastard? Thank you. Aber wir haben den Heal. Und Bastet macht natürlich auch ganz, ganz hilarious viel Damage. Und unser Janus ist sowieso fit. Der ist fit. I'll attack. Einfach mal eben reingetragen. Gehen wir doch mal auf Tanks los. Ich muss mich kurz verziehen. Thank you. Na? Okay. Ja, es sind die Bruiser, wie ihr sehen könnt, ne? Das ist nicht einfach, was wir hier erdulden müssen. Watch your group up. Hui. Na, aber zum Glück kann unser Zeus da noch gegenhalten. Er versucht es auf jeden Fall. Und es sieht auch gar nicht mal so schlecht. Ja.
Was wollen die alle immer von mir? Ich bin doch nur ein lieber kleiner Wolf. Nicht verwechseln mit dem großen, bösen Wolf. Ja. Aber wir schaffen das hier wirklich. Wir schaffen das hier wirklich. Ich bin selber beeindruckt. Oh nein, wer sperrt Kewpie ein? Wer Kewpie einsperrt, muss ein ganz schön böser sein. Ich könnte mich ein bisschen an den Minions aufteilen. Greif Nummer 1. Killing spree! Ja, die Ursi Earth. So ist das richtig toll. I'm returning to base. Den hättest du mir lassen können. Ich hätte mich darüber gefreut. Sorry. Aber er hat das selber auch gesehen, das finde ich gut. Er hat das selber mitbekommen. Jotun. Very well done indeed, sir. Wow. Na, es geht schon ab. Es geht ab. Und wir haben in der Tat den Turm bekommen. Und ich kann so lange hier drin bleiben, bis ich sogar Teil 2 von Jotun zusammen habe. Nehmen wir erst nochmal einen Schluck, trinken wir noch ein kleines bisschen was. A new threshold. Ach, jetzt weiß ich auch, warum man die Wards hat. Klar, wenn man das Set hat, dann holt man auch mit nochmal einen Wards. Ich warte noch ganz kurz, es sind nur noch 2 Sekunden. 1, 2, ja, sagen wir 3, ne? Okay, Teil 2 haben wir. Bye! Killing spree! Double kill! Ja, wenn ihr euch erinnert, hat übrigens auch Brawler's Beatstick auch Anti-Heal drauf und das werde ich in der Tat nutzen, um Hercules ein bisschen was leer zu machen. Warum schon gehen? Hercules. Damit kann ich leben. Damit kann ich leben. Seht ihr? Ein bisschen Stress gemacht. Ich ramme ihn einfach mal. Kewpie-dupie, dir geht's gut? Ich brauche nichts, danke, ich komm klar. Okay. Haha, wie wir uns bewegen, wie wir uns bewegen. Awesome. Flakeslayer schreibt uns gerade. Ich habe heute auch noch... Nein, ich habe heute keine Cornflakes geflayt. Leider down. Das war ein bisschen sehr aggro, aber ist egal. Wir kommen klar. Ja. Aber das macht alles nichts. Bastet holt uns hier raus. Geht hier durch. Gut, wir haben jetzt übrigens auch schon genauso viel Cooldown Reduction, 40%, wie wir es halt vertragen können. Das reicht, ne? Dann nehmen wir noch ein bisschen Anti hier mit rein. Ich mache hier Support, ne? Ganz klarer Fall. Wobei das hier ich wahrscheinlich gar nicht mehr brauchen würde. Großartig, guckt euch das an, schon wieder einer down. Das ist halt, so ist das gedacht. Sehr, sehr gut. Das ist Support, finden wir. Ja, ne? Support, finden wir. Und die Ult, ja, richtig schön. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ich sag mal, ciao.